Interessanterweise tut sich jetzt auch gerade was, dass die Klappbrücke bewegt wird. Ich will mal schauen, ob ich das noch schaffe, die Mini 2 rechtzeitig zu starten. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Da öffnet sich jetzt halt gerade die Klappbrücke im Hintergrund. Könnt ihr das sehen? Das geht doch ziemlich fix vonstatten, sodass ich das nicht mehr ganz geschafft habe, da noch die Mini 2 zu starten für. Aber ich werde mal versuchen, das so ein wenig aufzunehmen. Das muss ich jetzt erstmal wieder finden. Ja, die Klappbrücke. Geht gerade auf. Das sieht nach Leerstand aus. Hier, ich glaube, da war früher ein Juwelier drin. Ja, ich meine, da habe ich auch mal eine Uhr gekauft. Ist schon lange her. Und hier ist natürlich Dauerräumungsverkauf auf der anderen Straßenseite. Gehen wir jetzt auch noch mal rüber. Dann müssten wir auch gleich an der Deichstraße angekommen sein. Ja. Und hier gibt es noch ein bisschen Trödelware, Antiquitäten. Mal schauen, dass wir das mit der Pocket auch drauf bekommen. Antiquitätenladen. Die Pocket mal wieder ausrichten. So. Gut. Alter. Das war gerade der alte Deichweg. Und jetzt hier in der Richtung geht es dann zur alten Liebe. Die hatte ich euch ja auch schon des Öfteren im Video vorgestellt. Und von dort aus starten dann auch die Ausflugsschiffe zu den Seehundbänken. In die Richtung gehen wir jetzt auch nochmal lang. Jedoch nicht komplett ganz durch bis zur alten Liebe. Da waren wir nun auch schon einige Male. Na, hier den Deichweg erstmal nochmal durch. Hier auch wieder Spielotheken, die natürlich jetzt geschlossen sind. Also in den kleinsten Dörfern und den kleinsten Städten finden sich immer mehr Spielotheken als zum Beispiel mal ein Bäcker oder ein Schlachter. Das ist alles Vergangenheit. Viele Bars hier. Dieser Abschnitt des Lotsenviertels war früher auch dafür bekannt, als Rotlichtviertel gedient zu haben. Da noch sehr viel mit Schifffahrt war damals
Und die Matrosen, wenn sie dann hier auf Landgang waren, wollten natürlich auch ihre Heuer gleich erstmal wieder einsetzen. Und deswegen gab es hier immer viele Kneipen und auch Bordelle. Ja, halt ein bisschen was zum Wohlfühlen auch. Von der Seite nochmal. Ja, ein schöner Laden mit Designartikeln aus Dänemark, im dänischen Design. Hier ein Lederwarenladen, viele Handtaschen und Gürtel. Toll, die Lampen sehen auch echt klasse aus. So kleine Tiffany-Lampen. Und natürlich gleich auch wieder eine Spielothek und Spieltreff. Ja. Dann kommen wir hier gleich schon wieder zum Ende der Deichstraße. Hier im Hintergrund zeige ich euch jetzt mal die Deichtore, die können dann halt geschlossen werden, wenn Hochwasser kommt, um das Ganze zu schützen. Und da ist dann auch dieser hohe Funkturm, den ich auch schon öfter in meinen Videos mal mit drauf bekommen habe. An der Seite nochmal die Deichstraße, kann man halt ganz gut jetzt auch sehen, die Sonne mit ihren letzten Strahlen, wie sie da hinten noch ein bisschen scheint. Okay, ich brauche unbedingt ND-Filter für die Hero 9, dass ich das auch ganz gut ausgleichen kann. Ja, das ist auch ein relativ bekanntes Hotel hier, das Hotel Hohenzollernhof auf der Seite. Kriegen wir das noch so drauf? Ich will ja versuchen, gleich auch noch die Mini 2 zu starten und dann auch noch ein paar Aufnahmen aus der Luft hier. Ich bin hier zwar schon mal des Öfteren auch drüber geflogen, aber direkt gestartet von hier bin ich noch nie. Auch gerade das Lotsenviertel hatte ich so gesehen noch nie drauf. Das wird dann also auch eine kleine Premiere, wenn es sich denn anbietet. Muss ich gleich mal schauen, wie die Situation da ist, ob ich da ganz gut starten kann. Von hier würde das zum Beispiel hervorragend gehen. Da könnte ich mich sogar fast hinsetzen, da das Ganze geschlossen ist. Nun gut, ich werde jetzt gleich noch mal filmen von der anderen Seite. Dann können wir da auch mal auf die Brücke hochgehen. Ich darf euch noch mal daran erinnern, wenn euch die Videos, die ich so mache, gefallen, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier noch ein Stück weiter. Okay. Auf der Seite sind dann noch mal einige alte Hafengebäude, wo sich dann auch ein Hotel drin befindet und noch eine weitere Kneipe. Und hinter mir hat die Toranlagen, die im Falle eines Hochwassers geschlossen werden können. Das hatte ich jetzt so bewusst selber noch nie gesehen, dass das mal gemacht wurde. Aber das dürfte dann schon ganz imposant aussehen. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Die laufen alle noch, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass die Bildhelligkeit ausreicht, dass das Bild nicht zu dunkel ist. Hin und wieder regelt er dann doch nochmal ein bisschen nach. Hier unter mir ist dann auch so eine kleine Eckkneipe, die damals natürlich auch eingehend genutzt wurde von den Seeleuten.
Kumpel von mir hat mal gesagt, wie wir hier spazieren waren, das ist der perfekte Ort, um sich mal gepflegt eine einzufangen. Ja, aber heute nicht. Heute brauchen wir das nicht. Das sieht auch interessant aus. Werde ich mich hier gleich mal komplett drehen, dann könnt ihr die Szenerie auch mal ganz gut sehen. Ich hoffe, dass das Bild nicht zu dunkel wird. Die Kamera dann so ein bisschen drauf ausrichten nochmal. Ja. Da hinter mir ist dann halt die alte Liebe, wo ich ja auch kürzlich mit der Mini 2 geflogen bin. Da gehen wir heute nicht lang. Und hier haben wir dann die Klappbrücke, müsste da irgendwo sein. Ah ja, da hinten. Die zeige ich euch jetzt mal. Gehen wir mal in die Richtung weiter. In Kürze wird es dann auch wieder bald eine neue Fährverbindung geben hier in Cuxhaven. Und zwar nach Brunsbüttel bei Hamburg. Da möchte ich dann ja auch gerne mal mitfahren. Vielleicht kommt unser Freund der Otter auch mit. Ich hatte ihn schon mal gefragt, ob er Interesse hätte. Müssen wir mal schauen, wie sich das zeitlich mal passt. Dass wir da mal ein kleines Abenteuer auf der Fähre vielleicht für euch filmen können. Da ist dann halt die Klappbrücke an der Seite. Ich muss gleich mal die Kameras kontrollieren. Und dann können wir auch vielleicht mal den Akku wechseln. Zumindest bei der Hero 9. Mal schauen. Aber noch hat sie eigentlich ganz gut Saft. Der Yachthafen hier ist auch eine schöne Ecke. Da hinten liegt die Flipper, die auch zu den Seehundbänken rausfährt. Das große Ausflugsschiff ist jetzt auch in der Winterpause festgemacht. Da tut sich erstmal gar nichts. Okay. Ja, mit der Hero 9 auch nochmal. Dass ihr das auch noch mal sehen könnt. Okay. Da im Hintergrund befindet sich das alles. Hier sind die Boote festgemacht, die Yachten und so weiter. Hausboote, auch wirklich schön. Schauen, wie die Pocket 2 das Ganze drauf bekommt. Doch immer wieder herrlich am Wasser. Und ich sag noch zum Otter, flieg nicht übers Wasser. Und dann weg ist sie. Ja. Okay, da ist die Klappbrücke. Hier ist auch noch mal so Fischrestaurant. Restaurant Austernperle. Das sieht man da noch mal ein bisschen gegen das Licht, gegen die Sonne gefilmt. Und wenn ich jetzt hier in die Richtung von der Klappbrücke gehe, was dann zu sehen ist gegen das Licht, wenn ich so filme. Aber ich denke, das gibt schon ein schön romantisches Bild. Der Wind ist jetzt natürlich hier höllisch am Pfeifen und ich bin mir fast sicher, dass trotz der Windpuschel die Pocket 2 ein bisschen Probleme damit bekommen wird, halt, dass es doch hin und wieder mal ein bisschen knackt. Und dafür möchte ich mich dann schon mal bei euch um Entschuldigung bitten, wenn das Audio jetzt nicht so hundertprozentig perfekt ist. Mal schauen. So.
so dann nochmal auf die Wasserfläche gefilmt. Da ist jetzt auch eine Entenfamilie unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich die mit drauf bekomme. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Da ganz in der Entfernung ist dann auch der Wasserturm zu sehen. Ja, sehr schön. Und wenn ich mich so drehe, da ist die Klappbrücke. Die Pocket 2 hat die auf jeden Fall drauf. Versuchen wir die mit der Hero 9 auch noch mal zu filmen. Ja, da ist hinter mir die große Klappbrücke. So, die Klappbrücke. Schauen, dass wir die Konstruktion auch mit der Hero 9 etwas drauf bekommen. Okay. Das ist halt die Klappbrücke. Auf der anderen Seite sieht man dann sehr schön den Hafenbereich. Da gehen wir auch gleich noch mal in der Richtung ein wenig lang. Wenn ich mich hier noch mal drehe, dann seht ihr im Hintergrund das Ausflugsschiff, die Flipper, die zu den Seehundbänken rausfährt. Hier die Flipper noch mal mit der Pocket 2 auch gefilmt. So. Okay. Dann werde ich gleich mal die Straßenseite wechseln. Kommt gerade kein Auto. Okay. So. Andere Seite der Schleusenanlagen und Klappbrücke. Jedes Mal, wenn hier ein Auto drüber fährt, dann wackelt das natürlich auch ganz schön. Das ist interessant. 1979 wurde diese gesamte Anlage anscheinend errichtet und 2009 dann renoviert und überholt. Okay, gehen wir hier nochmal raus. Da liegt jetzt auch die Helgoland da hinten. Das Schiff, dessen Name mir nicht gleich eingefallen ist. Schöne Ecke hier. Gleich noch mal mit der Mini ein bisschen fliegen hier. Das werde ich mir gleich mal zutrauen. Ja, dann möchte ich mich bei euch oder bei dir ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir mein aktuelles Video wieder angeschaut hast. Und zwar das komplette Video bis zum Ende hin. Ich freue mich da sehr drüber. Ich
würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben für das Video gibst. Falls es dir gefallen hat, falls es dir nicht gefallen hat, kannst du mir auch einen Daumen nach unten da lassen. Ich nehme beides ganz gerne. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute in den Hafenanlagen wieder von Cuxhaven. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias.